Also, jetzt muss ich ja so filmen, oder? Wegen dem Ton. Ja. Nein, nein, warte, keine Sorge. Films, das ist Record. Ja, das. Schaut noch alle ein bisschen an, haben wir mehr Licht, mehr Licht. Leck, hey, was ist das für ein Profifilmer, hey, mit Licht und allem? Ja, also, du tust jetzt einfach so, als ob du den. Ja, ja, das sieht geil aus. Wo ist denn da das Menü? Du bist professionell, ja, das kommt. Okay, wo ist das Menu? Du, wir sind schon fast oben wieder. Ja, wir können es gerade nicht machen. Nein, da müssen wir aussteigen. Müssen wir? Nein, müssen wir nicht. Okay. Nein, ich nicht, oder? Okay. Nein, kannst du auch machen. Also gut. Ja, das ist viel zu lang. Nein, also, nein, ich nicht. Das ist zu verlängert. Okay. Was ist die Karte? Schneiden. Achtung, das ist alles los. Ist gut. Ja. Ladies and Gentlemen, Markus Keller, Superstar, Snowboarder, einer, den man kennt. Immer eine gute Show. Nein, fangen wir an. Das ist scheiße. Ja, das hat schon gemacht. Okay. Ladies and Gentlemen, unser nächster Gast hier aus dem Thurgau, der Markus Keller, der Mäh. Einer, den man kennt, immer wieder im Freestyle parat, immer wieder dort für eine geile Show. Ich habe ihn hier besucht in seinem Trainingslager in Zermatt oben. Wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz okay. Bis eben auf die eine Arschbombe, die ich jetzt am Schluss noch gemacht habe heute. Weil wir haben hier unser Luftküsse aufgestellt und eine Zirkusshow gemacht. Mit verrückten Tricks in Big Air Bag rein. Und eines ist irgendwie. Ich habe zu viel Big Air gemacht und zu wenig Halfpipe mit dem. Ja, ich sehe, du bist übermotiviert und quasi über das Küsse übergesprungen. Ja, eben, weil wir sind eigentlich sind wir da zum Pipe trainieren, aber das Freestyle ist ja jetzt auch schon nächste Woche. Und sollte ich doch auch mal noch ein bisschen Big Air trainieren und irgendwie habe ich es jetzt kombiniert und das war jetzt eine schlechte Idee gewesen. Und jetzt soll ich für dich noch ein paar Mälderäts aufstellen auf der Landewiese oder ein paar Heuhüfe oder so etwas? Auf der Landewiese, ja, das wäre geil. Den Haag sicher genug Höhe machen dort. Und ja, wer weiß, vielleicht habe ich nachher am Freestyle das Problem, dass ich zu viel Halfpipe mache und irgendwie zu wenig weit komme. Ja. Oder vielleicht solltest du einfach so ein GPS montieren und dann haben wir irgendwie so einen Landestrahl mit dem Flugzeug und dann kann ich die Gerätschaften runterlotsen. Soll die Fluglotsen sein im Freestyle? Das wäre ein geiles Job, ich kriege das Mikrofon. Das mit dem Fähnchen. Auf dem Fach, mit der Fackel. Ja, mal abends mit dem Fackel, das ist gut. Okay, Matt, obwohl ja viele Leute sagen, dass du immer so ein bisschen Homo tendierst, oder relativ immer gerne Kostüme anleistest, so ein Späßchen, tust du das natürlich auch wieder legen, indem du einfach da ein paar zwei wunderbare Frauen mitgenommen hast, die das Ganze ein bisschen relativieren sollten. Das sind deine Gruppe persönlich, oder? Du nimmst immer mit und trainierst. Also du trainierst ja, eigentlich mit Matratzen plus Frauen, oder? Das kommt nachher in den Contest, fragt es nicht wirklich durch. Aber sie haben aber eigentlich ihren Job nicht ganz richtig gemacht. Weil sie hätten eigentlich sollen rings um den Big Air Bag noch anlegen, das ebenfalls sind verpasst, damit ich dann auf die Matratze lande. Also bist du noch gut drauf für das, finde ich. Bist du gut drauf für das? Ursine, wie sieht es aus? Hast du versagt? Also ich weiß nicht, wer da versagt hat. Ich glaube, der muss immer aufpassen, dass sein Kopf nicht noch mehr wehtut jetzt denn. ja, das ist halt, wenn man zu weit springt. Ja, aber du bist eigentlich perfekt gesprungen. Wenn ich habe deinen Flug gesehen, du bist eigentlich mehr auf dem Matratze gelandet. Was kann man da für Schlüsse rausziehen? Ja, meine Flugphase war vielleicht auch besser gewesen, oder? Treffsicher. Und ich kann. Bist sehr treffsicher. Ein Fluglotsen auf dem Coping kann. Sehr schön. Wer war das? Ja, der da. Der Mäh? Der Dominik. Ah, der Dominik. Ja, gut. Wir behalten das für uns, die Matratzengeschichte. Ohne uns offiziell schon. Ja, eine andere Affäre. Manuela, bist du zufrieden mit mir? Du hast mir auch zugeschaut, du als alte. Als Urgestein. Also, so alt bist du nicht, aber meine selbst. Uralt. Nein, du bist auch schon länger dabei, du kannst das einschätzen. Ist der Mäh auf einem guten Weg? Was meinst du? Ja, er hat sicher Credits gekriegt, für das er probiert hat überhaupt heute. Und ich denke, das nächste Mal steht er. Sagen wir, sind mal positiv überrascht. Mal schauen, was er im Freestyle zeigt, was er für einen Style-Trick zeigt. Haben schon gefragt, hätte man noch nicht sagen. Vielleicht war das ja so ein bisschen die erste Phase für das. Mhm. Aber er kriegt von mir sicher Credits, dass er es probiert hat. Aber was sagst du zu dem? Ich weiß, ob ich noch ein Snowboard-Profi war, das wissen die wenigsten.
Aber so in Potosina bin ich recht gut unterwegs eigentlich. Aber wir haben nie so, irgendwie so Luxus-Ferienlager in Zermatt oben gehabt, mit Wellness und Pediküre und Maniküre und irgendwie 5 Grad Minus plus noch ein Pipe mit einem Luftküsschen und so Zeug. Wir haben irgendwelche Gröllhalden runtergehumpen und so tun, als wäre es Winter. Ist doch bei dir auch anders gewesen, oder nicht? Ja, am Anfang schon, aber jetzt eben die Jugend ist ein bisschen verweichlicht. Die brauchen das. Die können ohne das gar nicht leben. Und, ich bin auch nicht mehr die Jugend. Der Mann hat sich jetzt nicht rausgehauen, jetzt muss er ins Wellness, der braucht es. Das stimmt, das ist auch verdient. Aber jetzt zurück zu deinen visuellen Vergewaltigungen, die du an diesen Helf gibst. Hast du das ja das Kostümli oder überhaupt keins? Ist das ja wirklich, dass du überhaupt nicht hast? Ja, aber Manuel hat ja wissen im Style-Trick, da habe ich keine Ahnung. Aber vom restlichen Styling schwebt mir schon etwas vor. Ich habe schon mal geübt die Wochen und ich glaube, das könnte noch ganz gut kommen. Jetzt muss ich noch alles anpassen, weißt, das gesamte Styling mit dem Kostüm und alles. Ja, du bist auch und ein Konzeptkünstler. Dann auch den passenden Trick dazu finden. Aber, das ist eine sehr interessante Vorgehensweise. Du hast zuerst dein Kostüm. Weil wir sind im Bruno-Zeitalter, das macht alles Sinn. So, ich sehe den roten Faden langsam. Du hast das Kostüm und dann hast du dir den Trick. Hast du immer einen Stilberater, wo du sagst, okay, schau mal, zu dem Kostüm passt jetzt der Trick. Also, wenn du das Superman-Kostüm anlegst, ja, und hinten den Dings hast, das Tuch, dann ist ja logisch, dass wir schon Superman machen. Und so in dem Stil läuft das so ein bisschen. Und jetzt habe ich eben so Styling, Kostüm, habe ich eigentlich schon so ein bisschen. Und jetzt müsste ich dann halt, ja, ich hoffe, aber eine andere Frage, vorher hast du so eine schöne Arschbombe hergeklärt, was wäre jetzt adäquate Kostüm zu dem Trick? Also wenn du jetzt mal ein bisschen umgekehrt machen und das Kostüm zu dem Trick finden, den du schon versifft hast? Pampers. Sumo-Ring, also riesen Pampers. So, ja, das wäre super so geil. Wer braucht eine Matratze, wenn die Matratze schon umgeschnallt hat? Egal, sehr. Wir sind oben, wir gehen jetzt hier trainieren. Auch die sind andere, die durch die Pipe touren. Wir gehen im Freestyle. Schön, merci mal für das gute Gespräch. Merci für die wunderschöne Dekoration. Rechts und links. Ja, merci mal für den super Moderator. Du, das Bild ist dunkel. Ja, ja. Jetzt kann man jetzt weiterbleiben. Danke, Film. Genau, Film. Also, ich weiß nicht, aber es gibt, glaube ich, es macht den Film schwarz-weiß.